Und das ergibt nochmal eine Drohnenwabe, die die Bienen jetzt aber gerade mal nur beeiert haben. Hier sollte ich ein bisschen reindrücken, dass die Wabe wieder mehr gerade wird. Das langt schon. Und diese zwei Waben, die bleiben definitiv außen. Wie immer zum Lenken der Bienen nehmen wir hier nur ganz kleine Puffwolken. Wenn die Bienen euch angreifen, dann könnt ihr eine Stoßwolke geben. Und wenn es jetzt nur darum geht, die Tiere zu lenken, weniger macht mehr. Seht ihr die Effekte, wenn ich ganz wenig drüber gebe im Smoker, dann rennen die da alle weg. Und wenn ich da jetzt eine Stoßwolke geben würde, dann würden ja die Bienen regelrecht in Panik verfallen. Und wenn sie nicht stechen, dann braucht man ja auch denen keinen Stoß geben. Reicht ja kleine Wölkchen aus, um die Tiere zu lenken. Dann schiebt man das Gitter wieder rein. Oh oh, ich habe gerade eine Biene in meiner Hose. Ja, die krabbelt mir gerade Richtung Unterhose hoch. Das finde ich nicht so toll. Wenn euch das passiert, also solche Hosen anzuhaben, die ein bisschen weiter sind, helfen. Nicht immer, die hat mich jetzt gerade gestochen hier. Das war dann aber heute auch der einzigste Stich und das auch nur, weil die sich jetzt gerade hier eingeklemmt hat in der Hose. Ist ja dann klar, dass die dann deswegen sticht. Also diese Schlapperhosen anzuhaben ist ganz klug bei den Bienen. Wenn sie nämlich reinkrabbeln, dann könnt ihr gerade so das Hosenbein ein bisschen hochheben, so. Ja, und dann runterschlagen. Durch den Aufprall haut es die Biene runter und dann fliegt sie unten durchs Hosenbein wieder durch. Nur leider zu meinem Fall hat sie mich jetzt halt erwischt. Hat super gut funktioniert hier alles. Wir haben die Schwarmzellen rausgenommen. Wir haben den Schwarmtrieb ein bisschen runter reduziert. Durch Zellenbrechen und durch hier die Brutnestauffächerung in der Mitte. Da sind sie jetzt nämlich nochmal abgelenkt ein paar Tage mit der Wabe ziehen. Und solange sie Schwarmtrieb haben und ich da keine endgültige Maßnahme mache, wie eine komplette Brutentnahme oder aber auch einen Kundschwarm ziehen, dann werden die jetzt auch noch weiterhin im Schwarmtrieb sein. Bedeutet, in 7 Tagen, nächsten Sonntag, gucke ich wieder in dieses Bienenvolk rein und je nachdem, wie das Wetter ist, können wir dann hoffentlich mit den Zellen arbeiten. Oder wir ziehen gleich einen Kunstschwarm raus und sagen, wir beenden den Schwarmtrieb von dem Volk. Danach wird es nämlich einfacher mit den Volksrhythmen. Dann könnten wir nämlich wieder in einen 14-Tages-Rhythmus reingehen und nicht mehr alle 7 Tage gucken. Dass die genügend Futter haben, das ist klar. Die Kiste war so schwer, da brauche ich jetzt auch hier oben in Honigraum bei meinem Homehive-System gar nicht erst weiter gucken. Wir haben den Schlupf hier, das war der hier, also da brauche ich jetzt nicht nochmal eintragen. Das ist klar, dass wir hier die Drohnenbrut schlüpfen lassen. Die war ja noch nicht geschlüpft seit dem letzten Mal, das heißt, der Strich bleibt. Verhalten war gut, Gesundheit war gut, Entwicklung war toll, Bautrieb war toll, Schwarmtrieb war auch ganz toll, weil die einfach nicht so arg jetzt den Druck hatten. Und der Honigertrag war auch super. Zum Propolis kann man noch nichts sagen, weil da haben wir einfach noch nicht die Zeit für. Machen wir nochmal den Trick. Ich habe nochmal eine Biene drin. Ah, und raus ist er. Cool, da sitzt sie. Das war's. Ich wünsche jedem einen schönen Sonntag und ja, auch frohes Arbeiten mit euren Bienen. Bis zum nächsten Video. Tschüss.